Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Secrets of Grindea. Wir haben hier in der letzten Folge auf der Brücke richtig hart gekämpft. War ein guter Kampf. Au. Der Hase hat uns gebissen. Was ist falsch mit dir, Junge? Wir haben in der letzten Runde noch ein Level abbekommen. Nachdem wir so eine Blume da kaputt gemacht haben. Aber das gucken wir uns jetzt noch nicht an. Denn zum Folgenanfang wollen wir natürlich nicht uns hier mit Menüs begnügen. Sondern wir wollen jetzt erstmal ein bisschen weiter gucken. Was ist denn hier los? Oh, ein Ausrufzeichen. Guck an. Hey, Lompi, du hast es rechtzeitig geschafft. Ich war so enttäuscht, als wir ankamen, dich nicht finden konnte. Die Prüfung ohne dich zu bestehen wäre irgendwie doof gewesen. Egal, wir haben keine Zeit zum Rumtrödeln. Die Anmeldungen werden jeden Moment abgeschlossen. Lass uns das Prüfungsgelände auseinandernehmen. Ja. Ah, das gute alte Evergreen City. Als wäre es ohne die Ballons nicht schon fröhlich genug. Ach ja. Lass uns gehen und das hinter uns bringen, Junge. Coole Mucke. Oh, es geht mir ab. Ich werde dort oben sein und dich anfeuern. Ich muss nur mein Haar richten. Achso, das ist ein Junge. Okay, alles klar. Oh, Simon. Der rotbärtige Zwerg. Weil ich möchte, die Herausforderung beginnt jeden Moment. Alles klar, alles klar. Was ist mit dir verkehrt? Warum stehst denn du da? Die Prüfung wird in der Arena abgehalten. Geh einfach die Treppe hoch und renn weiter. Ja, siehst du, der rennt die ganze Zeit. Wir können ja gar nicht mal langsam laufen. Ach, ich geh einfach weiter. Tschüss. Hallo. Oh, hallo. Willkommen in Evergreen Area. Ich nehme an, du wirst dich für die Prüfung registrieren. Ich gebe dir ein Formular zum Ausfüllen. Einen Moment, bitte. Wie ich sehe, kann heutzutage jegliches Gesehen an der Prüfung teilnehmen. Was ist denn das? Gib mir aus dem Weg, Bürgerlicher. So, bitte. Hier, meine Unterschrift, ich überlasse dir den Rest, den Ausfüllen. Ja, Sir. Ein richtiger Vollarsch. Wir entschuldigen uns. Für die Unannehmlichkeiten. Ich gebe dir ein neues Formular zum Ausfüllen. Die von Grindens sind eine sehr einflussreiche Familie. Ihre Förderung ist ein Eckpfeiler der Arena. Vielen Dank für die Registrierung zur Prüfung. Der Warteraum liegt zu deiner Rechten. Alles klar, die Sammlerprüfung. Du hast es geschafft, in einem Stück nach Evergreen City zu kommen. Okay, jetzt kann endlich die richtige Herausforderung beginnen. Um den Sammler zu werden, der du immer sein wolltest, musst du alle Herausforderungen der Sammlerprüfung bestehen. Zeig ihnen, aus welchem Holz die Kinder aus Startington geschnitzt sind. Geht los. Mit dir verkehrt. Hörst du Ausrufezeichen? Hey Junge, du bist der Erste. Bist du bereit, die Prüfung zu beginnen? Freilich. Oh, das ist endlich wieder soweit. Willkommen, meine Damen und Herren, zur wichtigsten Veranstaltung des Jahres. Herr Platz, wow, Alter. Ernsthaft? Die Sammlerprüfung. Kommentiert wird das Ganze dieses Jahr wieder von meiner Wenigkeit. Scenic Plot. Hoffentlich sind sie so froh wie ich hier zu sein. Wir wissen alle, dass die Jungs und Mädels begierig darauf sind, den Rängen unserer berühmten Sammlergilde beizutreten. Aber wer hat das Zeug dazu? Applaus für unseren ersten Streiter, Lompi! Das erste Hindernis ist die Angeldisziplin. Unser Streiter hat sich eine Sammler-Trainingsangel geliehen und muss wenigstens einen Fisch angeln. Je schneller fertig wird, desto mehr Punkte bekommt er. Bereit? Los! Okay. Ja, das Angeln ist irgendwie gar nicht mal so schwer im Moment. Wutz. Ein Schwächling haben wir gefangen. Nice. Oh, das wird die großartig gemacht. Einen kräftigen Applaus für unseren ersten Streiter mit einer Punktzahl von 6400 Punkten. Eine Punktzahl von Punkten. Ups, sieht aus, als wäre ich gerade mal in der Hälfte deiner Zeit fertig geworden, Versager. Du legst besser deinen Zahn zu in der nächsten Runde. Okay, zweite Runde. Let's go. Komm. Hey Kind, willst du? Ja. Zeit für die zweite Runde der Rätsel. Wahnsinn.
Alle sammeln. Als Sammler wirst du bei deiner Suche nach seltenen Gegenständen auf viele Rätsel treffen. Deshalb sind außergewöhnliche Rätsellösungsfähigkeiten ein Muss. Schiebe die Runenblock. Ja. Blablabla. Mach dich bereit und los. Komm, schiebi. Ja, Mann, wir sind die besten krassen Rätsler der Welt. Alter. Wir können Blöcke schieben. Das geht ab. Wutz. Ich nehme an, dass ich den da irgendwie ins Eck schieben muss. Genauso wie den da. Ups. Ja, und jetzt machen wir noch den da ein bisschen. Vielleicht dorthin oder so. Eigentlich wäre es wahrscheinlich egal gewesen. Aber kein Problem. Zack, Mann. Gut gemacht. Ein kräftiger Applaus für Lumpy. Let's get ready to Lumpy. Und jetzt kommt wieder der Spaß, die Russe sagt, oh, ich war jetzt sogar viermal so schnell als du. Sieht aus, als hätte ich dich wieder geschlagen. Ich fürchte, wenn dich bald besser wirst, hast du keine Chance, in Sammel zu werden. Was ist dein Problem, Alter? Kannst du nicht wenigstens versuchen, nett zu sein? Ich bezweifle es. Warum dieser Typ? So, komm, letzte Prüfung. Hey, Kind, willst du wieder in die Arena? Na, freilich. Geht los. Ich weiß auch schon, was jetzt auf uns wartet. Ja, eine Kampfrunde. Unser Streit muss alle Sorten von wilden Bestien in der Arena freigelassen werden, besiegen. Und nur diejenigen, die die meisten Gegenstände von ihnen bekommen, werden als Sammler auserkoren. Du bist hoffentlich bereit. Los! Fuck, Mann. Oh. Nee, Mist. Oh, Double Kill, Junge. So, nächstes kommt ein Häschen. Keine Häschen? Doch, Häschen. Ah, das ist doch schon mal... Wow. Boah, direkt hier ein Level-Up in der Arena bekommen. Das sieht man nicht alle Tage. Oh. Da hat der Lumpy ein bisschen daneben geboxt, aber ist kein Problem für ihn. Denn er ist ein Meister seines Fachs. Oh, jetzt kommt jetzt aber noch eine Kackbiene, Alter. Alle die Häschen einfach niedergestreckt. Er ist ja nicht ein krasser Herr. Wow, Alter, das sind hier überhaupt nicht viele, Junge. Autsch. Jetzt müssen wir die Hasen beseitigen, die gehen mir gerade nämlich hart auf den Nis. Wenn wir die Dinger einsammeln, ich weiß nicht, ob die verschwinden mit der Zeit. Haha. Ach so, man kann ja... So, liebe Blumenfreunde. Ja, ich werde mir auch dieses Blümchen richtig schön in die Frise hauen. Zack, die letzten Dinge, die dürfen wir auch nicht aufsammeln. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist Zeit für eine Wendung. Dieses Jahr ist die Zeit für etwas Spektakuläres gekommen. Ich präsentiere einen, den entsetzlichen Gigaschleim. Der kommt da. Ich habe bereits meinen gerechten Anteil an absurden Dingen gesehen, aber Junge, du schlägst ihm fast den Boden aus. Guck mal, da, der Blähung, ja. Merken, es scheint nicht mir nicht zu stimmen. Ja. Junge! Gigaslime! Wow! Junge, alles gut bei dir? Boah, in den... Was macht er jetzt?
Jetzt wirft er noch mit kleinen Schleimis. Autschen. Naja, okay. Au. Alter. LP kritisch. Haben wir irgendwelche Items, mit denen wir uns heilen können oder so? Gucken wir doch mal. Nein, okay. Sind wir ID, Ausrüstung, Style, Beute. Eine Waffe, zwei Waffen verwendbar. Ein Buch. Use. Okay. Nee, das war nicht so das Richtige. Okay, wir haben keine Heil-Items am Start. Das ist natürlich ziemlich dumm. Wäre vielleicht auch mal ganz praktisch, wenn... wenn die ein paar LP droppen würden oder so, aber ich glaube, das ist nicht drin. Wow, Alter, hast du einen Knall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben es doch geschafft. Boah, das war ein bisschen knapp. Putz, Junge. Der gigantische Schleim wurde besiegt. Eine brillante Leistung. Allerdings, ohne dass er irgendwas reingelassen hat. Mag es düster nach dieser letzten Runde ausgehen? Nun, das war für diesen Streiter Zeit für... Huch. Putz. Guck mal da. Boah, wir haben eine Karte für unser Album gefunden, Mann. Ist das es? Es ist... Oh mein Gott! Er hat es geschafft. Das erste Mal in 50 Jahren hat ein Streiter in der Prüfung eine Karte gefunden. Das ist eine seltenste Gegenstände von Grindea. Das muss ein Zeichen sein, feiert das Publikum. Dieser Junge hat sich ganz klar einen Platz als Sammler verdient. Bitte gib diesem Sammler in Spee einen kräftigen Applaus. Das ist wild! Mal gucken jetzt an. Achso, das ist der. Ein kräftigen Applaus für diesen jungen Meister aus den Tafelbergen. Ja, Mann. Wir sind krass. Collectors Headquarters. Okay. Puh, diese Prüfung war in diesem Jahr wirklich knallhart. Aber ihr habt es geschafft, alle. Ihr habt es gut gemacht, eine Karte während der Prüfung zu finden. Du meine Güte, ich bin froh, solch ein vielversprechendes Talent unter uns zu haben. Mein Name ist Quinton und ich bin der Quizmeister hier im Sammelhauptquartier. Wenn ihr irgendwas braucht oder nicht wisst, wo ihr hingehen sollt, ich bin derjenige, den ihr fragen müsst. Oh, richtig. Aha. Du bist der Erstplatzierte mit einer herausragenden Punktzahl von 4.404. Ich werde nicht sprechen können, gerade ich muss neu rechnen. Die Punkte aus sind 44.100 Punkte. Gebe ich dir hiermit eine Kleinigkeit jetzt, ja. Du hast den Strohhut erhalten, wie schön. Wenn ihr eure erste Aufgabe als Sammler annehmen wollt, kommt und trefft mich im Hauptquartier. Gute Arbeit, ihr alle. Das ist nicht das Letzte, was du von mir gehört hast. Bauer? Komm schon, morgen. Lass uns gehen. Bauer, das ist lustig, denn ich habe meinen letzten Singleplayer-Charakter in Stardew Valley Bauer genannt. Auf der James Farm. Jo, um ehrlich zu sein, ich war mir sicher, dass ich den ersten Platz gewinne, aber als ich diese Karte sah, wusste ich, dass ich besiegt war. Mann, ich kann es kaum erwarten, auf Kartenjagd zu gehen. Ja, aber ich denke, nur der Erste wird Sammler und alle anderen werden nicht Sammler. Bumm jetzt nicht rum. Du hast vielleicht eine Rekordzeit dieser eine Karte gefunden, aber das ist nur der Anfang. Jetzt beweg dich. Da draußen sind Gegenstände, die auf uns warten. Ja, Mann, wir haben ein Talentorb erhalten. Ein Talentorb, der ist gut. In den Karten seltener Gegenstand, bla. Okay, level up, level up, level up. Okay, komm, wir machen jetzt hier nochmal auf Stärkung. Was ist das denn? Eine Schnitzersklinge. Erschaffe einen was? Klingeber dem Ziel. Was? Welche Kraft durch Schaden erhält und nach ein paar Sekunden zuschlägt. Das Stasefeld.
friert ein Feind ein. Ja, okay. Warte mal, pass mal auf, wir machen was anderes. Ich muss mal sagen. Noch einen zweiten Angriff vielleicht. Geisterhieb bringen. Fesseln Gegner. Schattentrugbild. Auch nicht schlecht. Ausweichende Schlag. Machen wir den Geisterhieb? Oder? Na komm, wir machen das Schattentrugbild. Upgrade. Komm, dann packen wir gleich zwei Punkte rein. Den equippen wir. Ach, der ist schon equipped auf B. Und jetzt gehen wir noch mal hier rein und sagen mal noch mehr LP pro Talent Level. So. Bin schon fast maxed out. Mehr HP heißt mehr am Leben bleiben. So, was machen wir jetzt? Aber was ist jetzt hier unsere Aufgabe? Wir sind der Heilige. So, hey, komm noch mal kurz her. Oh, perfekt, danke. Sein Kind, bist du wie ein ziemlich junger und lebhafter Bursche aus. Kannst du dir vorstellen, mir ein wenig frische Fische zu fangen, mit dem ich mein Lager auffüllen kann? Klar. Du hilfst mir? Großartig. Ich kann dir meine alte Route geben. Ich habe in letzter Zeit sowieso nicht viel zu wangeln. Ha. Geh und finde sehe Fische. Okay. Ich sehe, hast du eine Angelrute erhalten. In manchen Seen schwimmen Fische. Nähere dich am See und drücke A, um zu angeln. Alles klar. Easy as that. Achso, warte mal. Der hat ja nicht gesagt, wir sollen reingehen. Vielleicht gibt Oppi uns ja so eine Aufgabe. Während wir auf dem Weg sind, werde ich ein Schlückchen Kaffee nehmen. So. Alter, hat er da oben erstmal so richtig krass in seiner Keule abgebissen. Wie ich sehe, bist du bereit für deine erste Aufgabe. Hast du die seltene Steinplatten mit eingravierten Flügeln während des Umherlaufens bemerkt? Ja. Ja, sind Teleporterplatten, die von hochrangigen Sammlern verwendet werden, um zwischen Gebieten herumzureisen. Glücklicherweise sind nicht an allen Orten auf dieser Welt diese Platten angebracht. Und deshalb gehört sie einen antiken Tempel jenseits der Kürbiswälder im Südwesten gefunden und ich will, dass du diese Teleporterplatte zum Tempeleingang bringst. Damit wir ihn einfacher untersuchen können. Du hast eine Teleportplatte der Sammler erhalten. Sie ist wirklich schwer. Gute Sache, dass du einen Beutel hast. Verlasse Evergreen einfach über die Südversion und verlasse die Hauptstraße bis in die Wald erreicht. Von da aus soll es kein Problem sein. Viel Glück, Rekrut. Alles klar. Du wirst deine erste Aufgabe der Sammler erhalten. Du sollst dich durch die Kürbiswälder reisen, um eine Teleportplatte in der Nähe des Tempels fallen zu lassen. Sei vorsichtig. Der Ausflug von Startington hierher wird wie ein Urlaub aussehen, entgegen der Gefahren, die im Spukwald liegen. Alles Klärchen. Da gehen wir doch mal hin. Einfach nach Süden raus. Und dann in den Kürbiswald. Was ist mit dir los, Alter? Hallo Sammler, hast du bereits die Wunder der Tränke erlebt? Falls nicht, komm da herein und versuche Remedys Alchemieladen. Ich zahle kostenlose Flakons an neue Sammler aus. Normalerweise kosten diese Dinger einen riesen Batzen Gold. Also beeil dich, bevor keine mehr übrig sind. Okay. Alter, was hast denn du für einen Tentakelbart, Junge? Der sieht irgendwie, sieht der auf dem Bild ein bisschen anders aus. Hat er ein Stück Triforce in der Stirn? Nein. Mal sehen. Eine zermahlene Hexensuppe sollte dieses Gut abrunden. Oh, hallo, junger Mann, du bist ein Sammler, nicht wahr? Das Sammler-Haku hat mich ja voraus bezahlt, um dich mit Tränkeflakons zu bestücken. Hier nicht nur. Alles klar. Diese Tränkeflakons sind halt ein neues Erholungshaus der Alchemie-Wissenschaften hier. Der Flakon kann lediglich jegliche Flüssigkeit replizieren, die sich in ihm befinden. Anders gesagt, nachdem du einen Trank benutzt, fühlt er sich wieder auf. Die Reaktion wird durch kinetische Kampfenergie ausgelöst. Was bedeutet, dass die Füllgeschwindigkeit weiter erhöht beim Kämpfen ist. Du musst hier aber erst einen Trank aufsuchen. Vor dem Verklon nutzen. Hier, nimm. Okay. Heil, Zauber, Kraft, Präzision, Sturm, Unbekannt, Schützen, Verzaubern, Reichtum, Kopfgeld, lol, Kopfgeldtrank. Erhöht die Truppenrate gegen eine Schraubeute und Cut um 20% für 20 Sekunden. Lol. Okay. Nur 15% der Max. Alter, okay. Aber den nehme ich trotzdem. Auf den Zeichen der Wahrnehmung, Mann. Sollst du dann immer noch einer? Komm einfach wieder vorbei und ich schau den Trank für dich auf. Ist klar. Aber wie benutzen wir ihn? Ist halt die Frage. Wie?
Na, schon rausfinden. Vielleicht gibt es ja auch wieder so ein Tutorial, so ein... Ich finde es cool, dass die Tutorials hier in dem Spiel so immersiv sind. Das mag ich. Wieder noch mehr Ausrufzeichen. Was ist denn los mit euch hier? Hey, kleiner Mann, wo hast du deinen Bogen? Wenn du bogenlos bist, geh rein und rede mit Robin. Er wird sich um dich kümmern. Hab dir getan. Kein Bogen, kein Leben. No Bone, no Life. Hallo. Oh Gott, Alter, ernsthaft. Wie sieht der denn aus? Hallo, du scheinst auf einem ziemlichen Abenteuer zu sein. Dann solltest du wissen, dass kein Abenteuer ohne einen Bogen komplett ist. Hier in diesem. Nüff, nüff, nüff. Mit diesem wundersamen Ding kannst du Gegner aus der Ferne abschießen. Schnell Zugriffstasten, bla. Wie wäre es, wenn du mal für 50 Gold spielst? Ne, danke für den Bogen. Echt nett von dir. Ah ja. I remember. Mehr Schnellzugriff. Guck mal da. LT und A macht Bogen. Ah, oh, das ist blöd. Nein. Ja, so. Und das moven wir nach dort vielleicht. Weil Angriff ist ja da. Und so können wir Bogen schießen. Wow. Okay. Aua, du blöder Eber. Er hat sich in den Flash verwandelt. Instant. Das ist cool. Okay. Oh Gott, oh Gott. Alter, bist du behindert? Der Bogen macht ja richtig viel Damage, Junge. Bogen finde ich gut. Bogen gefällt mir. Warte mal, haben wir unendlich Pfeile? Sieht das aus, wenn ich schieße? Oh ja, wir haben nicht unendlich Pfeile. 7 Stück steht da. Okay. Aus irgendeinem Grund hast du das Gefühl, 20 Karotten auf diesem Baumschiff zu platzieren, wäre eine tolle Idee. Sollst du es tun? Natürlich. Der hat das Höschen angegriffen. Was ein Bob. Schattendude. Oh Gott, sind die... Das hat überhaupt nichts geholfen. Wow, 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 wow. Oh fuck, alle noch 6 HP. Oh Gott, wir sind geplatzt. Oh nein. Das war ja eine ziemlich ansehnliche Zurschaustellung von Unansehnlichkeit. Okay, fuck, Leute. Okay, ich würde sagen, mit diesem Game Over Screen wenden wir die heutige Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Secrets of Meridia. Und lasst den Daumen da. Über den Support würde ich mich freuen. Haut rein und bis dahin und tschaußen.